Hallo Leute, hier ist Hazel. Willkommen zu einem neuen Video auf Pocket Money. Ich habe vor kurzem meine Story gemacht, dass ich seit Jahren mal wieder einen Gehaltszettel bekommen habe. Ich habe vor 2 Monaten mal auf einen Dreh auf Lohnsteuerkartenbasis gearbeitet und habe jetzt meine Lohnabrechnung bekommen. Habe seit 1,5 Jahren keine mehr gesehen und ich finde es so faszinierend. Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, der Vergleich zwischen Brutto und Netto. Wie ihr seht, fasziniert mich dieses Thema richtig krass. Wer sich fragt, warum, es ist einfach cool und auch wichtig zu wissen, wie sich das Gehalt, was man am Ende überwiesen bekommt, zusammensetzt. Wahrscheinlich findet ihr alle genauso wie ich, dass es total blöd und deprimierend ist, was am Ende des Monats so vom Bruttolohn übrig bleibt. Deshalb möchte ich mich gemeinsam mit euch auf die Spurensuche begeben und herausfinden, was da so abgezogen wird und am Ende die Frage beantworten, was das Ganze mit euren Gehaltsverhandlungen zu tun hat. Den Hauptunterschied zwischen Brutto und Netto kennt ihr aber bestimmt schon durch Memes. Chef, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Brutto und Netto? Da gibt es eine ganz gute Eselsbrücke. Brutto ist brutal viel, netto ist nicht so viel. Soll ich besserwisserisch gucken? Schau einfach so, als wäre es richtig simpel und wer es nicht versteht, ist blöd. Naja, die Erklärung, Brutto ist mit Steuern und Netto ist ohne Steuer, ist sehr, sehr oberflächlich. Aber die Pocket Money Community wird es ab heute besser wissen. Dafür habe ich einen alten Gehaltszettel von mir herausgesucht mit meinen damaligen Einkommen und persönlichen Angaben, denn ich hebe wirklich alles. Damals habe ich ja noch in einer Festanstellung gearbeitet und hatte mehr Abzüge, denn das war im Gegenzug zum Komparsenjob kein Minijob. Auf den ersten Blick sieht so ein Gehaltszettel schon sehr kompliziert aus und viele von euch legen den bestimmt schnell wieder zurück, ohne ihn genauer anzugucken. Mich würde interessieren, habt ihr schon mal einen Gehaltszettel bekommen? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich habe schon viele bekommen. Du, Dirk? Ja. Ich habe meinen schon mit 15 bekommen. Ich kann mich noch ganz genau an meinen ersten Gehaltszettel nach dem Studium erinnern. Ich wusste nämlich ganz genau, was beim Netto rauskommen wird, denn schließlich habe ich im Studium rauf und runter gerechnet, wie man von Netto auf Brutto kommt oder Brutto auf Netto. Aber keine Angst, heute lernen wir nicht rechnen, denn am Ende gibt es auch einen Tipp von mir, wie ihr euer zukünftiges Nettogehalt ermitteln könnt. Als Selbstständige bekomme ich momentan keine Gehaltszettel, aber ich schreibe Rechnungen, was auch ganz cool ist. Aber zurück zum Thema, anhand meines alten Gehaltszettels wollen wir jetzt herausfinden, wie das Ganze funktioniert und bleibt bis zum Ende dran, dann wisst ihr, ob ich damals reich oder arm war. Generell kann man sagen, dass Gehaltszettel sehr praktisch sind, denn sie geben sehr viele Informationen preis. Beispielsweise die persönliche Steueridentifikationsnummer und die Sozialversicherungsnummer. Oder, was ich persönlich interessant finde, die Personalnummer, die findet ihr immer ganz oben und als erstes. Diese besagt in der Regel, wie viele Menschen vor euch im Betrieb angestellt waren. Ich war zum Beispiel die Nummer 121. Ich fand, das war eine schöne Nummer. Ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, der hatte die Nummer 69 und hat immer damit angegeben. Wer weiß warum. Und was auch für die meisten interessant ist, ist der Urlaubsanspruch, die genommenen Urlaubstage und der Resturlaub. Aber kommen wir zu den ganz wichtigen Positionen auf dem Gehaltszettel. Was wird uns abgezogen? Legen wir mal los. Mein Bruttolohn war 2.500 €. Das ist die erste Position, die man sieht. Tatsächlich ist die Lohnsteuer der größte Betrag, den ich abgegeben habe, und zwar 307,66 €. Der Prozentsatz ist jedoch nicht bei allen Menschen gleich. In Deutschland bestimmt die Höhe des Einkommens, wie viele Steuern wir zahlen müssen. Wer also reich ist, muss auch mehr abdrücken. Das nennt man dann Steuergerechtigkeit. Es gibt insgesamt 6 Lohnsteuerklassen und in welcher man ist, bestimmt im Wesentlichen der Familienstand. Ich war damals in der Lohnsteuerklasse 1, weil ich noch unverheiratet war. Was sich ja irgendwann ändern soll. Da habe ich auch schon einen kleinen Tipp für euch. Achtet immer darauf, dass ihr auch in der richtigen Lohnsteuerklasse seid. Falls nicht, dann drückt ihr unter Umständen jeden Monat zu viel Geld ab oder zu wenig und dann müsst ihr nachzahlen. Beides ist auf jeden Fall nicht schön. Die Frage ist jetzt, was macht der Staat mit dem ganzen Geld? Oder der Fiskus, denn so nennt man den Staat, wenn er als Eigentümer des Staatsvermögens auftritt. Steuern sind die wichtigste Einnahmequelle des Staates. Er finanziert sich quasi damit. Die Steuern, die wir zahlen, fließen in den Staatshaushalt. Es gibt übrigens nicht nur die Lohnsteuer, die in den Topf fließt, sondern auch die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. In Deutschland gibt es fast 40 verschiedene Steuerarten. Krass, oder? Ich kenne auch nicht alle. Viele Dinge in unserem Alltag werden von Steuergeldern finanziert. Unser Straßennetz, unser Schulsystem, die Polizei, die Feuerwehrmänner. Und in der nächsten Spalte folgt die Kirchensteuer. Wer also in einer Kirche ist, die Kirchensteuer verlangt, muss diese auch zahlen. Die Höhe der Abzüge ist nicht in jedem Bundesland gleich und hängt auch mit dem Einkommen zusammen. Ich bin keiner Religionsgemeinschaft angehörig, deswegen zahle ich auch keine Kirchensteuer und deswegen steht in meiner Spalte auch nichts drin. Die Kirchensteuer geht aber nicht an den Staat, sondern wie der Name sagt, an die Kirche. Aber auch wenn die Steuer an die Kirche geht, organisiert ja der Staat, dass ihr die zahlt. Dafür zieht er 3% als Verwaltungskostenentschädigung ein. Das heißt, der Staat bekommt einen Teil der Kirchensteuer.
Die nächste Spalte hingegen betrifft uns alle wieder, und zwar der Solidaritätszuschlag. Ihr habt sicherlich schon mal in den Nachrichten von ihm gehört, denn er wird seit vielen Jahren diskutiert. Es gibt den Solidaritätszuschlag, auch Soli genannt, seit 1991, also seit der Wiedervereinigung. Der wirtschaftlich stärkere Westen soll durch den Soli den strukturschwachen Osten unterstützen. Allerdings zahlen auch Menschen aus Ostdeutschland den Soli, so wie ich. Ich unterstütze mich quasi selber. Bald ist allerdings Schluss mit dem Soli. Er soll zumindest in Teilen abgeschafft werden. Zugegeben, das freut mich sehr. Die Lohnsteuer, die Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag ergeben zusammen meine steuerrechtlichen Abzüge. In der nächsten Zeile kommen die Abzüge zur Sozialversicherung. Man spricht schließlich vom deutschen Sozialstaat. Der ist sogar im Grundgesetz verankert in Artikel 20 und 28. Wenn ihr wissen wollt, was in diesen Artikeln drinsteht, dann schaut doch mal gerne in die Beschreibung. Grundsätzlich ist der Sinn der Sozialabgaben, dass Menschen eine gewisse Grundsicherung bekommen, falls sie zum Beispiel krank oder arbeitslos werden. Das heißt, der Staat sackt eure Sozialgaben nicht einfach nur ein, sondern wenn ihr was braucht, gibt es davon auch was zurück. Und die erste Sozialabgabe, die hier auf diesem Gehaltszettel abgezogen wird, ist die Krankenversicherung. Als ich damals noch 23 Jahre alt war, fand ich es schon krass, dass ich für meine Krankenversicherung fast 205 Euro zahlen musste. Ich war und bin ja so gut wie nie krank. Aber wie gesagt, unsere Gesellschaft funktioniert solidarisch. Das heißt also, auch wenn ich nicht krank bin, zahle ich in die Krankenversicherung ein. Aus dem Topf werden dann alle kranken Menschen finanziert. In Deutschland ist die Krankenversicherung außerdem eine Pflichtversicherung, im Gegensatz zu manch anderen Ländern. Momentan liegt der Beitragssatz zur Krankenversicherung bei 14,6%. Den teile ich mir zur Hälfte mit meinem Arbeitgeber. Das bedeutet, mein Arbeitnehmeranteil liegt bei 7,3%. Das heißt, nicht nur ihr müsst bei den Sozialabgaben ordentlich abdrücken, sondern auch euer Arbeitgeber greift ordentlich in seine Taschen. Zusätzlich können die Krankenkassen einen individuellen Zusatzbeitrag erheben und der ist, wie gesagt, bei jeder Krankenkasse anders. Bei mir war der Beitragssatz 0,89% und dementsprechend kommen wir auch auf den Betrag von 204,75 €. Denn 7,3% Arbeitnehmeranteil plus 0,89% Zusatzbeitrag ergeben einen Beitragssatz von 8,19%. Und 8,19% vom Bruttogehalt 2.500 Euro ergeben die 204,75 €. Auch in den Rententopf habe ich eingezahlt, und zwar 233,75 €. Momentan liegt der Beitragssatz zur Rentenversicherung bei 18,6%. Auch den teile ich mir zur Hälfte mit meinem Arbeitgeber, deswegen ist der Arbeitnehmeranteil 9,3%. Zum Glück, sonst bleibt ja fast nichts übrig. In 2017 war der Beitragssatz übrigens noch 18,7%, dementsprechend kommt man auch auf den Betrag, den ich zahlen musste. Als nächstes kommt die Arbeitslosenversicherung, da habe ich 37,50 € gezahlt. Das waren genau 1,5% meines Bruttogehaltes und mein Arbeitgeber hat die gleiche Summe für mich übernommen. Insgesamt waren es damals also 3%, ab 2020 wurde der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung aber auf 2,4% gesenkt, somit ist der Arbeitnehmeranteil 1,2%. Alle sozialversicherungspflichtig beschäftigten ArbeitnehmerInnen zahlen in die Arbeitslosenversicherung ein, damit man Arbeitslosengeld bekommt, falls man mal seinen Job verliert. Und good to know, man bekommt nicht 100% seines ehemaligen Nettogehaltes, sondern nur 60% des pauschalisierten Nettolohns. Das heißt, nicht der Nettolohn des letzten Monats, sondern der Durchschnitt des letzten Jahres. Ich war ja zum Glück noch nie arbeitslos, wirklich noch nie. Auf meinem ganz alten Gehaltszettel kann man sehen, dass ich schon seit März 2009 ohne Unterbrechung arbeite, denn auf dem Gehaltszettel kann man auch sehen, wie lange man schon wo angestellt ist. Die letzte Spalte in den Sozialabgaben ist dann die Pflegeversicherung. Hier habe ich 38,13 € bezahlt. Momentan liegt der Beitragssatz zur Pflegeversicherung bei 3,05%. Auch bei der Pflegeversicherung übernimmt der Arbeitgeber die Hälfte. Besonderheit hier, es gibt einen Kinderlosenzuschlag, den man zahlen muss, wenn man über 23 Jahre alt ist und kinderlos ist. Dieser Zuschlag in Höhe von 0,25% muss vom Arbeitnehmer allein getragen werden. Okay, jetzt ist aber Zahltag, alles ist abgezogen, was bleibt mir noch übrig? Hier steht ein Auszahlungsbetrag von 1.661,29 €. Das entspricht 66,45% meines ursprünglichen Bruttogehaltes. Das ist wenig, aber ich finde, wenn man weiß, was mit seinem Geld passiert ist, dann fühlt es sich schon besser an. Oder? Gib mir endlich dein Geld! Und noch ein kleiner Tipp von mir, den Gehaltszettel immer aufbewahren, denn ihr braucht den vielleicht am Ende des Jahres, wenn ihr eure Steuererklärung machen wollt oder wenn ihr eine Wohnung sucht, dann müsst ihr auch euer Einkommen nachweisen. Ich habe euch ja noch versprochen, euch zu erklären, in welchem Zusammenhang euer Bruttolohn mit Gehaltsverhandlungen steht. Leider landet euer Bruttolohn am Ende des Monats nicht auf eurem Konto, deswegen müsst ihr bei Gehaltsverhandlungen auch viel, viel höher ansetzen. Viele Berufseinsteiger vergessen das am Anfang und deswegen ist es total sinnvoll, sich vorher zu überlegen, wie viel Geld man zum Leben braucht.
braucht. Dafür habe ich auch einen Tipp für euch, und zwar der Brutto-Netto-Rechner. Da gebt ihr nämlich euer Brutto ein und dann wird euch euer Netto ausgerechnet. Und dann spielt ihr mit dem Brutto so lange rum, bis das Netto rauskommt, was ihr haben wollt. Und so ermittelt ihr das Brutto, was ihr in Gehaltsverhandlungen ansetzt. Wenn ich nochmal ein separates Video zu Gehaltsverhandlungen und Bewerbungsgesprächen machen soll, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und ich hoffe, ihr könnt euren Gehaltszettel jetzt viel besser verstehen. Hier kommt ihr zu unserem letzten Video und hier ist auch noch ein Video aus dem Funknetzwerk. Wir sehen uns beim nächsten Mal und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Tschüss!